Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Und ihr seht schon im Hintergrund, man kann das Totti jetzt offiziell voten. Wir werden es gleich machen. Wie wir das machen werden, werde ich euch sofort erzählen. Vorweg, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt mir gerne mal, es sind ja 11 Spieler, zumindest von, also es gibt ja ein Frauen-Totti-Team und ein Männer-Totti-Team. Schreibt mir gerne mal das Männer-Totti-Team, wie ihr es haben wollt. Könnt dazu schreiben, einfach für FIFA bezogen, bedeutet Spieler, die ihr einfach nimmt, weil ihr sie gerne in FIFA spielen würdet. Oder halt so mit Real-Life-Leistung, einfach Kommentare schreiben, einmal kurz dazu und dann eure 11 Spieler reinschreiben. Da würde ich mir gerne ein bisschen Inspiration holen. Ich werde heute nur auf eine Art voten und das ist, wie ich das also gerne das FIFA-Team hätte. Also ich werde nicht auf Leistung gehen, sondern auf ey, welche Karte wäre am coolsten für FIFA oder halt EAFC. Ich fange an für FIFA. Ederson, Alisson, finde ich, nehmen sich nicht immer so viel und würde hier einfach dann mit, weil, also ich werde so ein wenig vielleicht mal die Leistung mit einberechnen, nicht komplett straight, weil wenn ich komplett straight gehen würde, würde ich Maignan nehmen. Frankreich, Torwart kann man cool linken, so wisst ihr, aber so will ich jetzt nicht voten, so komplett unlogisch, was sowieso nicht kommen wird, sondern Ter Stegen, Alisson und Ederson ist so meine Top 3, wie ich finde, und würde hier einfach mal mit Ederson gehen, weil so ein paar City-Karten sollten Totti bekommen, wäre dann cooler Link, so würde ich das Ganze begründen. Dann machen wir weiter mit der Innenverteidigung und hier muss ich eine Karte wählen, einfach aus Prinzip und weil er es auch verdient hat, Kim Min-jae. Er hat diesen Totti nicht, weil er gerade bei Bayern spielt, den hat er sich durch die Napoli-Saison erarbeitet, ihr wisst ja, ich bin Napoli-Fan, also ich komme auch aus Napoli, also nicht nur so, ey, ich bin Fan irgendwann geworden und Kim muss für mich ins Totti rein. Klar hätte ich auch gerne andere Napoli-Spieler, die man wählen kann, wie in Di Lorenzo, Quadra, Osimhen, würde die aber gar nicht erst voten, weil ich glaube, dass sie eh nicht so viel Chance haben werden. In der Innenverteidigung würde ich eigentlich mit Van Dijk gehen, würde aber dann doch Ruben Dias wählen, auch wegen den City-Links und glaube, dass, wo ist Ruben Dias, hallo, Ruben? Dass Ruben Dias auf jeden Fall auch eine gute Karte bekommen wird. Ey, das ist Totti, jeder Innenverteidiger wird spielbar sein. Und würde hier mit Ruben Dias gehen. Dann haben wir Links- und Rechtsverteidiger. Ich habe gesehen, viele auf Twitter packen da auch einfach einen Saliba so rein. Also mäßig drei Innenverteidiger. Würde aber hier doch dann ordentlich wählen. Links würde ich den Theo Hernandez nehmen. Für mich allgemein muss gar nicht auf die Erfolge von Mailand von der letzten Saison gehen, sondern einfach nur spielerisch. Der beste Linksverteidiger der Welt oder auf jeden Fall mit der beste Linksverteidiger der Welt und würde den auf jeden Fall dann auf die Linksverteidigerposition reinpacken. Obwohl man auch links in Di Marco reinpacken kann, Champions League Finale, aber wie gesagt, so will ich ja nicht voten und bevor ich mich jetzt zu oft rechtfertige, Freunde, für meine Votes, weil es wird eh, egal wie man votet, nie jeder deiner Meinung sein. Deswegen gehen wir hier mit Theo Hernandez und rechts würde ich dann einfach mit einem Saliba gehen. Also man könnte auch Trent nehmen, wenn man so rechts und links Verteidiger wirklich voten würde, aber würde dann einfach hier mit einem Saliba gehen auf der Position, weil ich glaube, der wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr krass als Totti-Karte. Und im Mittelfeld haben wir dann einmal Rodri, hatte ich im letzten Video gesagt, habe ich Bock drauf. Dann haben wir einmal, der auf jeden Fall auch, der ist so viel Auswahl, auch rein muss. Warte, wenn wir den finden. Hier Bellingham, wo ist er? Bellingham muss rein. De Bruyne, Modric stehen zur Auswahl. Auch Barella, Top-Saison gespielt. Wie gesagt, war auch ein Champions-League-Finale. Aber rein für FIFA würde ich ein Valverde am meisten feiern. Mir egal, Kevin De Bruyne und so, Freunde. Aber ich hab Bock auf Valverde. Das jetzt gerade nur auf... Ey, welche Karten wären geil zum Zocken? Nichts mit Real Life sollen diese Votes zu tun haben. Bis auf Kim ist so bei mir, das hat so Pluspunkte wegen der Napoli-Saison. Nicht reinschreiben, ey, Robby De Bruyne hat es mehr verdient als Valverde. Darum geht es hier gar nicht bei dem Voting. Das ist nur so auf FIFA bedacht, so ein Voting auf die Karten, die ich Bock hätte. Dann Haaland natürlich, Mbappé, wo ist er? Mbappé, also Leao wäre sehr cool, Quadra natürlich auch, Messi, Ronaldo sowieso, weil das halt die Legenden sind, aber auch ein Vini Totti wäre so krass interessant und deswegen würde ich das so wählen, wenn ich auf, also Messi, Ronaldo und so, die kennt man ja, die Totti-Karten, Salah sowieso, die kennt man ja von den letzten Jahren, aber ich glaube, ich würde es so voten. Wenn es rein um EA gehen würde, also um die Spieler, die ich gerne zocken würde und Rodri halt den begründet, weil er mit der Totti-Karte endlich spielbar wäre und ich Bock auf den hätte. Ansonsten, das wäre mein Vote, wenn ich auf, ja, welche Karten kann man geil zocken gehen würde. Ansonsten, ich werde das aber so nicht abschicken, weil da würde ich halt gerne was Realistisches bauen. Das können wir dann, kann ich euch dann morgen im Video zeigen. Dann will ich nochmal auf die Evo von gestern eingehen, weil es ein, zwei Karten. Erstmal Rest in Peace Franz Beckenbauer. Die Legende ist gestern, also auf dem Sonntag, leider verstorben. Ja, Rest in Peace auf jeden Fall. Das auch kurz dazu wichtig zu erwähnen. Ansonsten kann man durch die Cut Inside Evolution einige Karten verrückt, wenn man die da reinpackt, upgraden. Und den wollte ich euch einfach mal zeigen. Einfach mal so. Hat sogar 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot, 92 Tempo, 97 Schuss, 93 Pass, 93 Dribbling.
wollte ich einmal vorgestellt haben. Dann habe ich noch eben bei Stylo auf Twitter gesehen, er hatte ihn gepostet. Guckt euch den mal bitte an, Freunde. Er hat 92 Tempo, 96 Schießen, 95 Pass, 92 Dribbling, 5-5. Lass gut sein. Also er wird besser sein als vielleicht eine Totti-Karte, die rauskommt. Und was ist das? 5-5, guckt euch die Karte an. Garcia, 89er Rating, guckt euch hier die Stats an. Also man kann auf jeden Fall da einige Karten durch ein paar Umwege, wenn man ein paar Evos, also wenn man den in ein paar Evos gesteckt hat, auf jeden Fall krass upgraden. Wir haben es 19 Uhr und wir gehen rein. Der Content sollte jetzt nicht mehr allzu stark werden bis zum Totti-Start, aber es sollte bald mit der Totti-Vorbereitung losgehen. Auf die warte ich eigentlich nur. Wir haben 81 Doppel-Upgrade bekommen. Ist eigentlich, müssen wir 11 Goldkarten abgeben? Ja, okay, wir müssen komplett abgeben. Keine Pick-SPC, wo wir nur 5, 6 Spieler abgeben müssen. Dann würde ich euch raten, wenn ihr immer noch Ligen-SPCs grindet und Doppelte habt, die ihr nicht in die Ligen-SPCs benutzen könnt, ihr erinnert euch, dann packt sie lieber hier rein, weil hier könnt ihr immer wieder mit den Meilensteinen nochmal so ein 83x20-Pack, 50k-Pack und so weiter und so fort abholen. Ansonsten haben wir einen 85-plus-Player-Pick bekommen, dreimal am Tag wiederholbar. Ist schon wieder eine kleine Totti-Vorbereitung. 84er-Team. Hier werden jetzt, also ihr müsst denken, ich erkläre es euch. Die bleibt jetzt erstmal 3 Tage und dann könnt ihr in den nächsten 3 Tagen jeden Tag 3-mal diese SPC abschließen und diese und die meisten Leute, die die Packs jetzt langsam abschließen, wie die 85 plus Player Pick SPC, behalten sie zum Totti und ziehen dann keine Packs mehr, sind so mäßig unassigned und werden bald kein Futter mehr haben und müssen sich dann das Futter kaufen auf dem Markt, um weitere Upgrade-SPCs Richtung Totti abzuschließen. Und dahingegen wird das Futter, also es kann nur interessant werden, im 83er, 84er Bereich. Und ich sage auch mal 85er Bereich, weil die halt 4000 kosten. Ne? Die waren ja sogar bei 4.1, hatte ich euch mitgegeben, sind jetzt bei 4.5 und mein Call ist, die werden sogar auf 5k nochmal hochgehen. 83er haben die Möglichkeit, nochmal so auf 1003 bis 1006 hochzugehen und 84er haben Potenzial wieder auf 2000 plus zu gehen, aber sehe die jetzt auch nicht bei 4.000, 5.000, sondern vielleicht auf 2.4, 2.5. Dasselbe haben wir jetzt gesehen mit einem guten Icon Pack, dass wir Anstieg im 88er Bereich vor allem hatten von 3.000, 4.000 Coins und ich glaube, bis zum Totti sind es ja noch 11 Tage und wenn wir jetzt jeden Tag oder die ab Montag wahrscheinlich dann jeden Tag krasse, gute SBCs bekommen als Totti-Vorbereitung, sehe ich da auf jeden Fall den ein oder anderen Spieler im SBC-Futterbereich steigen. Und ja, sie haben mit einem 85-plus-Player-Pick angefangen, was eigentlich erstmal gar nicht so schlecht ist. Würde die jetzt sogar mitnehmen, nur ein 84er-Team, wäre da halt auch alles zum Totti oder fürs Totti jetzt mitnehmen. 84x5, sowas werde ich nicht mitnehmen, wenn ihr mich fragt, weil man dafür einfach eine Team of the Week Karte abgeben muss. Klar kann man die sich mit dem Pick holen, ist aber auch natürlich nicht kostenlos, der Player Pick. Und 84x5 hat mich fast immer nur enttäuscht und deswegen würde ich eher mit so einem Pick gehen, weil die eigentlich immer ganz stabil waren und man muss hier keine Team of the Week Karte abgeben. Letztes Jahr hat das Totti am 20. Januar gestartet, wie ihr hier sehen könnt, ab dem 20. und davor, dass ihr so einen Überblick habt, was so rauskam, wir haben 2 Tage davor nochmal 83x3 Angreifer bekommen, 83x3 Mittelfeld, 83x3 Verteidiger. 3 Tage davor gab es ein 83x10 Pack, dann gab es ein 82 plus Upgrade Pack. 5 Tage davor auf dem Sonntag gab es halt ein Hero Pick. Sonntag kommt halt auch wieder der Hero Content, das ist aber ganz normal, das hat ja nichts mit der Totti-Vorbereitung zu tun. Wir haben auch ein 100 Players Pack letztes Jahr bekommen, wie wir es dieses Jahr auch schon bekommen haben. Nur letztes Jahr waren die Gruppenreward 20 Silberkarten, 80 Rare Goldkarten. Dieses Jahr war es irgendwie 50 Goldkarten, glaube ich jetzt mal so um den Dreh, 30 Silber und 30 Bronze oder 20 Bronze, 30 Silber und 50 Goldkarten. Irgendwie so in die Richtung. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr mich fragt, was alles kommen wird, wir werden 83x10 wiederholbar bekommen. Das heißt 3x, 4x, 5x wiederholbar. 85 plus Player Picks sind ja schon wiederholbar gekommen, 3x am Tag. Dann bekommen wir auch diese Angreifer Mittelfeld Verteidiger Packs, weil sie die letzten Jahre immer kamen. Also es ist immer so ein 83x3 Pack im Verteidiger Angreifer Mittelfeldbereich, das gehört halt zur Totti-Vorbereitung dazu. Und wenn die kommen, letztes Jahr sind sie auch 2 Tage davor gekommen, geht halt das Futter sehr, sehr gut hoch, weil die will jeder mitnehmen. 83er, 84er Futter wird dann nochmal, wie gesagt, interessanter werden. Ich kann mir auch dieses Jahr bessere Packs vorstellen, weil wir allgemein mit dem Rhythmus von dem FIFA-Teil mit SBCs viel weiter sind als letztes Jahr. Letztes Jahr kam beispielsweise die erste 83x10 SBC zwischen Dezember und Januar und dieses Jahr kam sie, also in diesem FIFA-Teil, kam sie irgendwie Ende Oktober, Anfang November schon das erste Mal. Also die SBCs, die dicken Sachen, die allein die Shop-Packs und so, wir sind dieses Jahr viel schneller, viel weiter mit guten Packs und guten SBCs und ich könnte mir da wirklich sehr, sehr guten Content vorstellen, vielleicht sogar ein 84x10 Pack, vielleicht ein 83x20 als SBC
Und deswegen, es kommt darauf an, was kommt. Wir wissen auf jeden Fall, die Totti-Vorbereitung startet jetzt ganz bald. Und dahingegen wird das Futter vielleicht oder wahrscheinlich nochmal interessanter werden. Das ist so mein letzter Aufruf nochmal zum Investieren, Freunde. Wer Coins machen möchte, habt ihr von mir jetzt gehört. 83er, 84er interessant. 85er sind halt auch schon gut gestiegen. Wenn ihr sie unter 4,5 bekommt, könnt ihr euch vielleicht nochmal so ein paar einpacken. Wird dann nicht übertreiben. Und ja, das ist halt meistens das Futter, was halt dann interessant wird. Also 83er, 84er könnt ihr euch hauptsächlich damit eindecken. Dann werdet ihr auf jeden Fall damit auf der sicheren Seite sein. Und selbst wenn nichts kommt, könnt ihr die Spieler 83er, 84er selber für SBCs dann benutzen, wenn ihr selber alle SBCs oder viele SBCs mitnehmen wollt. Dann haben wir den nächsten Call. Ich habe euch gestern Abend alle Abstoß Versus und Feierkarten, also Feier- und Eiskarten so rum von dem Versus-Event, alle für Abstoßpreis mit, also alle, die bei Abstoßpreis liegen, habe ich gesagt, packt sie euch ein. Das war Spinazzola, Lauriente, Dani Olmo, Asensio war dabei, Sissoko und Morata. Und jetzt haben wir den neuen Cup bekommen, dadurch sind die Karten interessanter geworden und wir haben, Beispiel Olmo, der jetzt die ganze Zeit bei 10.000 über den Tag war, ist jetzt irgendwie bei 15.000 Coins. Wenn ihr gestern auf mich gehört habt in dem Video und investiert habt, verkauft sie ruhig jetzt. Die könnt ihr immer noch in der Woche nachinvestieren, die sollten jetzt nicht allzu schnell wegen irgendeiner Evolution steigen. Ist halt eher so ein Langzeitinvestment gewesen, aber wir machen bei jeder Karte jetzt schon guten Gewinn. Auch ein Loriente liegt jetzt gerade bei 15.000, auch er war gestern noch oder heute noch eben bei 10.000 Coins und ist jetzt bei 15 hoch. Ich habe mir alle Beispiele einmal auf die Transferliste gepackt, werde ich jetzt alle wieder verkaufen, werde da pro Karte 4.000 bis 5.000 Gewinn machen und einfach den sicheren Gewinn, einfachen Gewinn erstmal jetzt mitnehmen. Wir haben ja auch die Open Easter Egg Geheimland Aufgabe bekommen, wo man 83 Plus Pack bekommt und verfolge Spieltag 5, um Landestipp zu finden und die Aufgabe zu meistern. Erziele 3 Tore per angeschnittenen Schuss mit einem Profi aus dem geheimen Land, beliebiger Modus und das wurde gelegt und der geheime Spieler, nicht Spieler, die geheime Nation so rum ist Südkorea, also danke an Chris, das habe ich gerade auf Twitter gesehen, Grüße gehen raus, ihr müsst aber 3 Einzelspiele machen, warum auch immer, also 3 Spiele spielen, einfach squappet jetzt Beispiel mit angeschnittenem Schuss mit einem Südkorea Spieler und habt dann euer 83 Plus Pack. Ansonsten haben wir auch einen Cup bekommen, deswegen sind ja auch die Spieler, wie eben erwähnt, gut angestiegen und das ist hier der Versus Cup. Wenn ihr 5 Spiele im Versus Cup Eis spielt oder spielt einfach, bekommt ihr 500 DP, Feuer nochmal 500 DP, 2 Siege gibt es ein 82x2, bei 2 Siege Feuer gibt es ein 82x2, dann Eis, dann nochmal 83x2, einmal im Eisbereich, einmal im Feuerbereich und 85x2 Pack gibt es auch noch zweimal und am Ende gibt es ein 84x5 Pack. Eigentlich auch gute Packs, um das aufzubewahren fürs Totti und die sind ja for free mäßig, ihr müsst dafür nur spielen, vielleicht wäre es gut, wenn ihr auch gewinnt, damit ihr die Packs bekommt und dann könnt ihr euch fürs Totti nochmal gute extra Packs einfach mitnehmen und allgemein auch gutes Futter da mitnehmen mit 85x2, 84x5, aber ja Freunde, der Content ist derzeit echt schlecht. Also sonntags Icon Pack, Euro Pack rettet immer so ein wenig, aber sonst sehr mau. Wir müssen jetzt die Woche wieder auf Leaks warten, auf neuen Content warten. Ich hoffe, da geht es jetzt wenig voran, vor allem jetzt zur Totti-Zeit. Ist gerade diese Überbrückungszeit, die man echt merkt, auch bei meinen Videos, die gehen eigentlich viel länger, die gerade alle etwas kürzer gehen, weil da nicht immer so viel zu besprechen gibt, weil es gerade nicht so guten oder halt auch nicht viel Content gibt täglich. Aber okay, wir machen das Beste draus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf, haut da rein und Peace. Straight baguette, choking my neck like a neck.